Herzlich willkommen zu The Brief from Brussels. Es mehren sich die Warnungen vor einer bevorstehenden Verschärfung der Flüchtlingskrise. Die Lage in den Auffanglagern auf den Ägäischen Inseln ist kritisch. Es kommen wieder mehr Flüchtlinge aus Syrien, die eigentlich gemäß des Abkommens mit der EU in der Türkei versorgt werden sollten. Wenn Erdogan seine Drohung wahrmacht und das Abkommen aufkündigt, stünden schwere Zeiten bevor. Kann Europa eine drohende Katastrophe verhindern? Unsere Reporterin Maeve McMahon sprach mit dem scheidenden EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Politisch hat die Flüchtlingskrise nie aufgehört, für Zündstoff zu sorgen. Populistische Kräfte nutzen sie weiter sehr erfolgreich für ihre Zwecke. Und Begriffe wie der von der Festung Europas werden zunehmend positiv verstanden. Dieser Begriff wurde zum ersten Mal im Jahre 1933 benutzt, von Hitler. Wir wollen ein solches Europa nicht. Zugleich müssen wir aber unsere Grenzen schützen. Aber nach wie vor herrscht keine Einigkeit über eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik. Avramopoulos gehört zu denjenigen, die vor allem eine Reform des Dublin-Abkommens fordern, das dem Ankunftsland auferlegt, Asylbewerbungen zu bearbeiten. Wir haben uns um ein neues Dublin-Abkommen bemüht, was ich für sehr wichtig halte. Und offen gestanden war ich sehr enttäuscht über den Standpunkt mancher Regierungen. Manche glauben immer noch, dass sie das nichts angeht, dass nur Südeuropa davon betroffen ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir brauchen eine Strategie für ganz Europa. Das Abkommen mit der Türkei hat die Flüchtlingszahlen im Mittelmeer drastisch reduziert. Allerdings warnen Experten jetzt, dass sich Risse zeigen, dass die Türkei mehr Flüchtlinge aus Syrien nach Griechenland lässt als versprochen. Das EU-Türkei-Abkommen muss erhalten bleiben. Die Zusammenarbeit ist so wichtig für die Gegenwart wie für die Zukunft. Sie sollte vertieft werden, ohne als Druckmittel missbraucht zu werden. In dieser Woche hat die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Kabinett vorgestellt. Unter den vorgeschlagenen neuen Kommissaren und Vizepräsidenten hat einer wegen seines Titels für Aufsehen und Kritik gesorgt. Der des Vizepräsidenten für die Verteidigung des europäischen Way of Life. Mit Lebensart nur unvollständig übersetzt, umfasst das zumal im amerikanischen Englisch sehr viel mehr. Was bedeutet dieser Begriff Europäern? Unser Korrespondent Shandor Zirosh hat sich umgehört. The European way of life. European way of life, europäische Lebensart. Was bedeutet das für Sie? Quite ambiguous for me. Für mich ist das nicht so eindeutig. Ich kann das nicht auf eine Bedeutung festlegen. Lebensart, freie Wirtschaft, soziales Modell, das zusammen vielleicht, ja? Combined. I suppose living in peace and naja, in Frieden und Freiheit leben und sich weiterentwickeln zu können. Ja, frei zu sein. Yeah, and live freely. Sorry. Es bedeutet, das Leben genießen zu können und arbeiten zu können, um ein gutes Leben zu haben, glaube ich jedenfalls. Und wie können wir das schützen? Müssen wir es schützen, Ihrer Meinung nach? Ja, ich glaube schon. I don't know wie genau, weiß ich nicht, aber es ist schon ein wichtiger Bestandteil.